Elena Capere und der VIP-Zugang. Twitch am Limit. Oh, Baby, jetzt kommt die Alge. Aber sowas von. Jetzt kommt die Alge aber richtig hart und haarig, Digga. Lass ich mich. Schauen wir mal rein. Aber sag mal wirklich, dein Ding, wo hast du bei TikTok oder wo hast du erfahren von Monte, dass er gegoogelt hat, dich mit den News? Haben die Leute zugeschickt. Haben die zugeschickt? Ja. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Chilliges Interface, hat Slavik, Bro. Ich fand's jetzt nicht schlimm oder so. Hä? Ich fand's jetzt nicht schlimm, ich fand's witzig. Gut. Aber du hast kein VIP gegeben, ja? Nee. Schwör. Was muss man denn für VIP-Zugang machen? Nicht, dass ich den jetzt haben wollen würde, aber ich würde einfach an der Stelle mal kurz fragen, was muss ich machen? Was? Geld? Bezahlen? Boah, 20 Zentimeter. Boah, Chat. Bezahlen. Boah, da, sobald ich Geld ausgeben muss, wird mir schwindelig, ne? Nicht, dass ich das nicht gönne und nicht, dass ich das nicht sehe, aber bei Geld ausgeben bin ich immer raus. Geld verdienen bin ich wieder drin. Geld ausgeben ist immer ein schwieriges Thema bei mir, na klar. Man scares away charging elephant. Du, was ist das, ein Affe? Das ist doch kein Elefant, das ist ein Wolf. Was war das für ein Tier, Bro? Was? Bist du jemand, der, wenn du Sex hast, ne? Okay, hab ich nicht, aber... Ey, Drew, ich glaube, no joke, ich glaube, es gibt keinen, der weniger Sex hat als Kevin. Ja, wahrscheinlich Leute unter 14 so. Aber, ja. Aber irgendwie kickt's mich gerade nicht mehr so, in Forza reinzugehen. Gestern zum Beispiel habe ich es gar nicht gefühlt, mit dem Lenkrad zu fahren. Controller war so... Ich habe über Bock, Leute. Ich habe über Bock, mit einem Lenkrad Counter-Strike zu spielen oder mit einem Lenkrad... Bus-Simulator und so einen Scheiß zu spielen, Digga. Ich will so richtig so eine Bus-Dings und dann will ich hier so schalten mit Mütze und sowas. Ich brauche mal irgendwie so ein bisschen neuen Wind in Forza. Ich brauche mal so ein bisschen, wo ich sag, geil! Alter, wirklich so nice. Boah, mit dem Bro haben wir auch noch Loki was geplant, das wird. Digga, ich wollte gerade fragen, was das für ein Event. Ey, Leute. Unfassbar. Danke wirklich nochmal. Ich muss mich echt bei allen bedanken, die mir hier geholfen haben. Und genau in dem Moment wurde das Foto einfach gemacht. In dem Moment wurde das Foto gemacht und Crispy Rob ist einfach runtergefallen. Es wäre so ein Loser. Sind die ganz krassen Leute nicht möglich. Und auch nochmal die... Und jetzt machen wir nochmal ein geiles Gruppenbild, Leute. Ey, ich hab... gestern den... Imagine, Digga, du wirst vom Klassenfoto einfach runtergeschubst. Ich hab den ganzen Tag mit Akani rumgespielt. Oh, chillig, Bro. Akani wollte mich die ganze Zeit bumsen, Digga. What the fuck? Halt's Maul, Kevin, halt dein Maul. Das war andersrum. Das war sowas von andersrum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm mal her. Erzähl den Leuten mal, wie Kevin dich bumsen wollte. Erzähl mal, was der mit dir gemacht hat. Erzähl mal, komm. Sag mal, komm, sag. Ja, so, der hat mich so angefasst, mäßig. Und dann hat er mich gestreichelt. Und dann ist er hingegangen und boah, ich kann das nicht. Ja, Bro, ist okay, komm, geh runter, alles gut, ey. Ey, alles gut, Bro, alles gut, mach ruhig. Ey, der Hund ist verstört. Wie unlogisch, wer will denn Kevin ficken? Es war so ehrenlos. Er wollte die ganze Zeit mein Knie rammeln, der Wichser. Du hast sein Knie gerammelt, Kevin. Das ist so unlogisch, keiner will mit dir schlafen. Aber habe ich nicht zugelassen. Ich habe gesagt, Akani, reiß dich zusammen. Und dann habe ich sein Knie gerammelt. Seht ihr? Es stimmt nicht. Kevin hat provoziert. Kevin hat angefangen. Akani hat nichts gemacht. Der ist kastriert. Kevin muss, ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen auch Kevin kastrieren. No joke, ich mache eine Petition. Tobi freut sich gerade, als hätte er das erste Mal Essen bekommen hier in dem Laden. Ah! Die Jule sind die komische. Hi, Stark. Mit den grünen Wachen drauf. Oh mein Gott, ist ja wirklich heiß. So ein dummer Mann. Tobi, wir müssen um 7:15 los. Oh nein, Real Voice. Hey, ich habe einfach Stimmbruch bekommen, Leute. Ich weiß nicht, warum. Ist meine Stimme immer noch tiefer oder nicht? Kann das sein?
ist meine Stimme immer noch low-key tiefer. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht wieso. Es ist einfach passiert, ich bin aufgewacht. Ich habe plötzlich Schamhaare. Meine Stimme ist tiefer. Bei mir kommt so weißes Zeug aus dem Dödel. Ist es normal? Ist es normal? Pubertät? Ah, okay, natürlich. Ich komme in die Pubertät, let's go. Alter, was war das? Das ist neu. Also, du darfst halt nicht absetzen. Also, ich habe jetzt schon 650 Liter getrunken. Oh, entspannt, Digga, enjoy. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich erzähle euch jetzt eine private Story von mir, ist ein bisschen unangenehm auch. Aber ich habe tatsächlich mal was mit einem Mädel gehabt, okay? Und manchmal mache ich das halt so, dass ich halt dann Bock hab, wenn ich halt kurz davor bin, sag ich mal, den Abjizzer zu machen, okay? Hast du sehr, sehr, sehr gut umschrieben, Bro. Keiner weiß, also... Dann lege ich mich so über sie drüber, okay? Was? Und sie macht halt, ganz kurz, ein, zwei Linksbewegungen noch machen. Und sie macht halt, sag ich mal, den Abschluss, sag ich mal, okay? Und dann ist es tatsächlich passiert, weil ich ja dann auch über ihr drüber hing. Ja. Dann hab ich halt, sag ich mal, dann bin ich halt gekommen. Mhm. Und dann habe ich mir einfach mal selber ins Auge gejisst. Digga, ich habe mir selber schon den Mund auf die Augenbraue gewichst. Das ist alles entspannt, Nico, ganz ehrlich. Waka waka, ey, ey. Versteht ihr das? Ja. Ist das Knossis Frau? Die haben Tiere, die wegen mir sterben müssen. Na, die schmecken aber lecker. Okay. Hunger ausgedribbelt. Und das ist die Hauptsache. Gut, das zu dem Thema. Digga, diese Hühner. Oh, guck mal, wie süß. Ich check gar nicht, warum der seinen Führerschein verloren hat. Ich habe mich auch total gefreut, als ich gesehen habe, dass Vincent der Gastführer ist, weil mir seine musikalische Meinung auch sehr wichtig ist. Ah ja? Oh Gott, der Druck. Vincent freut sich auch. Ja, ich bin gespannt. Bei mir ist auch viel Druck, ne? Da sind wir schon mal zu zweit. Bei mir ist auch Druck. Bei mir ist auch Druck. Ja. Ich habe gerade auch über den Druck, wirklich. Bei mir ist auch krasser Druck, wirklich. Also da ist richtig Druck drauf. Und jetzt? Kannst du deinen Druck ablassen? Oder wir? Vincent? Digga, ich glaube, ich habe gerade in meinem... Ich habe gerade in meinem Magen gekotzt. Und die ist aber nicht hochgekommen. Und die ist drin geblieben. Ich habe einfach meinen Magen einmal... Kann man in seinem Magen kotzen? Ich habe einfach mal so einen Turn in meinem Magen gemacht, chillig. Ich glaube, das tut über weh gerade. Ey! Hab mich nicht erschrocken. Kein Konzept. Bitte demnächst nochmal den... Ich habe Delay drin. Tennisball, der uns ins Gesicht fliegt. Das ist ja schon eine ziemlich herausfordernde... Warte, war es bei mir? Da muss ich irgendwie mal WhatsApp-Web ausmachen, nicht, dass irgendwie hier noch irgendwas liege. Ach, scheiße, das war ein Video, oder? Oh. Die herausfordernde Nummer, also die Teams habt ihr mitbekommen. Nein, ich wurde wieder getrollt, Digga, ich wurde wieder getrollt, halt's Maul. Sag mal nicht, also ist cool. Hab ich gerade eine WhatsApp-Nachricht? An der Stelle wirklich geil. Ziemlich herausfordernde Nummer, also die Teams habt ihr mitbekommen. Das Video habe ich gar nicht gesehen. War das in Amars Stream, dieser Sound? Hat einer von der Produktion in Amars Stream diesen WhatsApp-Sound gehabt? Oder wie? Wie lost? Bei diesem Paintball-Event. Dieser Huan. Aber es ist doch immer im... Es ist doch aus Amars Stream. Achso, kein Konzept hat selber reingemacht. Alright. Und ich habe das Video auch gesehen. Alles klar. Ich gehe dann gleich wieder ins Altersheim zurück und lass mich abputzen, denn ich habe wieder alles vergessen. Chillig. Hab ich WhatsApp offen? Der war so random, so früh, warum kommt... Oh. Also die Teams habt ihr mitbekommen. Das ist unlogisch, Mickey schreibt keiner. War das im Video? Also die Teams habt ihr... So ein Wichser. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Stecke so viel Sachen in die... Man das? Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Brennt täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug.
Also abonnier kein Konzept oder Big Mac bann den Mac. Da kommt doch immer noch was am Ende, oder? So. Oh! Oh! Sehr männlich, Kevin, sehr männlich.